Hi Leute, ja, es ist wieder Zeit zum Lose ziehen. Mal schauen, was diesmal dabei rauskommt. Okay. Es ist ein Wunsch von Birgül T. Und zwar hat sie sich was gewünscht mit Champignons, Paprika, Zwiebeln, Tofu. Vielleicht irgendwas in Richtung gefüllte Champignons, Paprika, bitte. Ja, liebe Birgül, mal schauen, was daraus wird. Okay, für mich wieder. Bis irgendwann, für euch, bis gleich. Tschüss. Hi ihr Tierfreunde und willkommen zurück. Ja, der Wunsch von Birgül besteht immer noch aus 4 Zutaten. Und zwar sind das Champignons, Paprika, Zwiebeln und Tofu. Und ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Grillrezepte gemacht. Also zumindest Salate. Allerdings noch nichts, was ihr so auf den Grill raufschmeißen könnt sozusagen. Deswegen dachte ich mal, mache ich diesmal einfach gefüllte Champignons, wie das Birgül ja auch haben wollte. Und zwar welche, die ihr ganz einfach auf den Grill legen könnt. Okay, los geht's. So, ich habe jetzt hier so 10-11 Champignons, das sind 400 Gramm ungefähr. Und die Füllung, die ich mache, wird wahrscheinlich noch für viel mehr Champignons reichen. Aber ja, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen, da wir wahrscheinlich einfach nicht so viel essen werden. Und außerdem könnt ihr die Füllung auch super aufheben, könnt andere Sachen damit füllen und im Backofen backen, zum Beispiel Paprika könnt ihr damit auch füllen. Oder ihr könnt das zum Beispiel ganz einfach in einer Gemüsepfanne verwenden. Also es ist auch vielseitig einsetzbar. Also ist das nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen zu viel macht. Und ich nehme jetzt hier solche mittelgroßen Champignons. Es gibt ja auch diese Riesenchampignons, die sind dann ungefähr, ja weiß ich nicht, so groß vielleicht. Das funktioniert auch. Allerdings muss ich sagen, die Variante mit den kleineren Pilzen gefällt mir sehr viel besser. Weil erstmal brauchen die Pilze nicht so lange. Also die kleinen, die sind so nach 10 Minuten, vielleicht 20 Minuten sind die fertig. Und die großen, ja, die brauchen noch viel länger, bis das überhaupt durchgeheizt ist. Außerdem essen sich die kleinen auch viel besser als diese großen Dinger. Deswegen würde ich wirklich empfehlen, solche mittelgroßen zu nehmen. Und damit habt ihr auch gleich sozusagen solche kleinen Snacks, wenn ihr einen Grilltag macht sozusagen. Ja, bei den Pilzen könnt ihr jetzt erstmal die Stiele rausbrechen und das Innere so ein kleines bisschen rauspulen. Ja, so reicht das eigentlich schon. Die Stiele müsst ihr natürlich nicht wegschmeißen, die könnt ihr euch einfach aufheben und später in eine Gemüsepfanne reintun zum Beispiel. So, dann braucht ihr ein bisschen Olivenöl. Da taucht die Pilze jetzt ungefähr einmal bis zur Hälfte ein. Und legt sie dann auf so ein Blech. Ihr könnt die Pilze übrigens auch zu Hause in der Pfanne braten. Ihr könnt sie sogar im Backofen machen zum Beispiel. Wenn ihr sie jetzt in der Pfanne bratet, dann könnt ihr es entweder auch so machen und nachher einfach kein Fett in die Pfanne machen. Oder ihr lasst das einfach weg und gebt ein bisschen Öl in die Pfanne. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Auf dem Grill ist es halt wirklich so, dass es dann ziemlich schnell schwarz werden würde, wenn da nichts unten dran ist. So, die könnt ihr erstmal beiseite. So, dann geht's an die Füllung. Dafür brauchen wir erstmal 100 Gramm Tofu. Den könnt ihr mal ein bisschen ausdrücken, ein bisschen das Wasser rausläuft und ihn dann einfach in der Schüssel ein bisschen zerkrümeln. Dann braucht ihr ca. 50 Gramm Paprika. Den könnt ihr erstmal in ganz feine Streifen schneiden und dann in ganz feine Würfel und gleich ab in die Schüssel. Das gleiche jetzt nochmal mit ca. 50 Gramm Zwiebel. Einfach in feine Würfel schneiden und ebenfalls in die Schüssel. Dann kommen dazu 3 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel Olivenöl und 3 bis 4 frische Blätter Salbei. Habe ich jetzt leider nicht hier. Deswegen nehme ich jetzt einfach getrocknete, das funktioniert auch, wenn die ein bisschen durchziehen. Die hacke ich jetzt ganz einfach klein. Wenn ihr Salbei nicht mögt, dann könnt ihr auch genauso Rosmarin nehmen, Majoran, Oregano oder Basilikum zum Beispiel. So, einfach in die Schüssel geben. Alles nochmal schön durchmengen und erstmal ein bisschen ziehen lassen.
So, dann braucht ihr so einen Cutter, es würde aber in einem hohen Gefäß auch mit einem Pürierstab gehen. Und 4 Esslöffel Kürbiskerne und 1 Esslöffel Hefeflocken. Ja, und das zerschroten wir jetzt so ein bisschen, bis die Kürbiskerne so, ja, so grob zerschrotet sind. Also es muss kein feines Pulver werden. So sollte das dann aussehen und das gebt ihr jetzt ganz einfach zu eurer Masse dazu und mischt es nochmal schön unter. Und fertig ist eure Pilzfüllung. Die gebt ihr jetzt nur noch in eure Pilze rein, drückt sie auch ruhig ein bisschen fest und in den Pilz rein. Und fertig ist euer erster gefüllter Pilz. So, die Füllung würde jetzt noch schätzungsweise für 6-7 Pilze reichen, also braucht ihr je nach Größe insgesamt so ca. 17-18. Die Pilze könnt ihr übrigens 1-2 Tage vorm Grillen vorbereiten, denn die halten sich auch ein paar Tage im Kühlschrank. Ja, finde ich immer ganz praktisch, wenn man da bei solchen Veranstaltungen ein bisschen was vorbereiten kann und nicht alles am selben Tag machen muss. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nämlich auch machen, weil das Wetter heute nicht so toll ist zum Grillen. Deswegen für euch wahrscheinlich bis gleich und für mich bis morgen hoffentlich. Tschüss. Ja, ich habe jetzt doch schon entschieden, das heute zu machen, weil es, glaube ich, morgen auch nicht viel besser wird. Ja, der Grill ist schon heiß. Los geht's. Ja, wie gesagt, das Ganze sollte nicht allzu lange dauern. Letztes Mal waren das von mir, glaube ich, ungefähr 20 Minuten. Kommt natürlich immer auch darauf an, wie heiß euer Grill ist. So, das waren jetzt ca. 25 Minuten. Die sehen jetzt schon recht gut aus, aber das dauert heute, glaube ich, ein bisschen länger, weil es einfach auch so windig ist, denke ich mal. Ja, das Gute an den Pilzen finde ich, dass ihr die wirklich lange liegen lassen könnt. Also die sind jetzt untenrum, ja, so ein bisschen braun schon. Aber das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis die dann wirklich schwarz werden oder so. Deswegen kann man die Pilze gleich schon, wenn man anfängt zu grillen, einfach auf den Grill legen und dann nebenbei alle anderen Sachen grillen und zum Schluss sind die dann auf jeden Fall sehr gut durch. Ja, ich nehme jetzt mal ein paar runter. Mit der Zange ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil sich die Flüssigkeit immer so ein bisschen rausdrückt. Wenn ihr aber so ein bisschen, ja, feuerfest seid, sag ich mal, dann könnt ihr das auch ganz gut einfach so mit den Händen machen. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja auch ein bisschen länger auf dem Grill liegen lassen. Natürlich solltet ihr dann aufpassen, dass der Grill nicht zu heiß ist oder halt euer Gitter nicht zu tief hängt, dass die dann halt doch zu schnell schwarz werden. So, mal kosten. Mmh. Wirklich super lecker. Und ja, das Salz, also in dem Fall die Sojasauce, zieht auch so richtig in den Pilz rein. Und das ist auch das, finde ich, was nicht so gut funktioniert, wenn ihr die großen Riesenpilze nehmt. Denn dann bleibt die Füllung ziemlich salzig und der Pilz nimmt davon gar nicht so viel auf. Deswegen denke ich einfach, dass die kleinen Pilze dafür sehr viel besser geeignet sind. Ja, also ich finde es wirklich super lecker. Und ich finde, das ist auch eine gute Alternative, wenn ihr mit euren fleischessenden Freunden zusammen grillt. Denn die sind meistens nicht so begeistert von Tofu-Würstchen und Co. Aber sowas ist halt einfach auch eine super Beilage und ja, kann eigentlich auch jeden überzeugen. Ja, dieses Video ist wieder Teil der veganen Grill-Playlist. Die findet ihr wie immer in der Endcard oder in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Grillen. Bei euch dann hoffentlich mit besserem Wetter als bei mir heute. Ja, und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!